our hearts beat to the city streets. Hello, hello and welcome back to einem neuen Video von mir. Jetzt gibt es mal wieder hier ein Video, wo auch was passiert. Es hört sich jetzt an, als würde bei den anderen Videos nichts passieren, aber genau, es gibt ein What I Eat in a Day. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem What I Eat in a Day an. Ich habe heute Schule, ich habe aber erst später Schule und ich habe gestern richtig, richtig cool schon sowas vorbereitet für heute Morgen. Es ist jetzt noch sehr dunkel, aber ich muss mal schauen, weil ihr wisst ja, das Licht in der Küche und ich sind jetzt nicht unbedingt beste Freunde. Auf jeden Fall habe ich gestern tatsächlich nur dieses kleine Stück probiert, als ich es gemacht habe und das ist ein Kuchen. Also es ist auch nicht High Protein oder so, es ist einfach ein Kuchen und ich habe da gerade so Bock drauf und deshalb werde ich mir jetzt hier, keine Ahnung, ein paar Stücke auf jeden Fall essen. Ich probiere jetzt nochmal, ob er so durchgezogen auch noch gut schmeckt, aber dann mache ich da noch so Vanilleskier drauf, weil das finde ich irgendwie richtig geil. So sieht der auf jeden Fall aus. Ich kann euch das Rezept dann auch mal hinschreiben, weil dafür habe ich jetzt auch ein genaues Rezept. Der ist so unglaublich lecker. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich sehe schon, die Kamera blinkt. Ich muss jetzt mich jetzt echt ein bisschen beeilen. Supplements genommen. Janik ist jetzt wieder da. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, er war ja in der Türkei. Er ist aber gerade bei seiner Oma und noch bei DHL, weil er irgendwas noch klären muss, weil ein Paket von ihm irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir kurz vorher noch bei Lidl und ich habe mir Sachen gekauft und ich muss die euch jetzt mal vorstellen. Einmal habe ich mir so einen Jumpsuit gekauft und zwar den hier. Fand ich richtig geil. Dann haben wir Salat gekauft. Dann, ich hatte heute irgendwie richtig Bock auf Tortellini. Janik ist jetzt bei seiner Oma. Und ich mache mir diese Mini-Tortellini, die sahen irgendwie richtig geil aus. Und ich hatte übelst Lust auf Pesto. Und zwar mache ich das Pesto dazu. Und sag mir bitte, dass ich jetzt nicht weird bin. Und nein, ich möchte gerade keine Kinder. Und es ist keine Kinderplanung. Aber wir kaufen immer mal wieder Babysachen. Wir haben einfach Weihnachtsbabysäckchen gekauft. Leute. Ich kann nicht mehr. Und Backkaka und Pilze. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt kurz den Akku, der blinkt nämlich mal wieder und dann fangen wir an. Und Leute, die Sonne scheint, es macht mich so glücklich, wirklich. Jetzt habe ich hier mein Essen, auch eine Gabel. Und dann setzen wir uns jetzt mal hin zum Fooden. Ich habe hier jetzt auch noch eine Cola gekauft. Ja, die Cola ist über meinen ganzen Pulli gelaufen. Danke. Macht mich gerade so unendlich glücklich, dass die Sonne scheint. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, dass ich jetzt hier einfach so sitzen kann, essen kann, während die Sonne nicht anscheint. Richtig geil. Ich bin heute Morgen auf der Autobahn gefahren, weil meine Schule ist ja in Stuttgart und es hat Schnee auf ihrem Dach. Es hat Leute Schnee auf ihrem Dach. Schnee. Das ist ja, da bin ich ja noch gar nicht in der Zeit. Und jetzt probieren wir diese Tortellinis mal. Hab die zwar öfter, aber ich glaube, die Sorte hatte ich noch nie. Ich glaube, ich finde die Sorte sogar noch besser, als die, die ich sonst habe. Dann waren wir später zum Sport. Ich muss aber auf jeden Fall noch lernen. Ich schreibe mir Freitag eine Klausur. Aber es ist auch so gutes Wetter und ich würde jetzt so gerne irgendwie noch ein Rezept filmen gleich. Ja, naja, mal schauen, wie das jetzt alles heute noch hinhaut. So Leute, ich habe mir jetzt hier von meinem Kuchen, ihr hört wahrscheinlich auch, ich höre nebenbei Podcast, habe ich mir jetzt hier nochmal so ein Stück hier, so ein großes abgeschnitten, noch so ein halbes kleines von der Hälfte, die ich heute Morgen nicht gegessen habe. Und habe da Vanilleskier drauf gemacht, vegan und Marmelade von meiner Oma. Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Ach, Leute, ja, nichts ist wieder da. Ich will gar nicht weiter drauf eingehen, weil er auch gar nicht will, dass ich darüber spreche. Aber es ist was passiert. Also nichts zwischen uns oder so, aber deshalb kommt er jetzt nicht mit mir ins Gym, weil er einfach noch ein paar Sachen jetzt regeln muss. Aber
Die Post kam gerade auf und hat 1000 Pakete gebracht. Und ich finde ja selber immer so Unboxings irgendwie voll cool. Hier habe ich mir einmal die Ripped Baggy Ripped Fit Jeans Arctic Light Blue bestellt. Hier ist so ein Regal drin. Das ist noch für den Adventskalender von Yannick. Genauso für über unser Bett, weil ich ihm letztes Jahr, wann habe ich ihm den Beamer geschenkt? Zum Geburtstag, wow. Den Beamer geschenkt habe und das wollte ich, dass wir das so befestigen können über der Wand sozusagen, dass wir öfter das auch einfach mal benutzen, weil wir sind halt immer so, ah ja, kein Bock, das jetzt aufzubauen. Dann habe ich selber bei Brand Effect bestellt. Habe ich mir von den neuen Sorten eins bestellt. Schokozimt. Dann habe ich einmal hier Schokokaramell. Das ist auch eine neue Sorte. Und einmal hier noch Beerenmix. Das ist die Sorte. Daily Gut, also das habe ich immer für meinen Bauch. Und dann habe ich zweimal die Sleep Gummies, weil ich die auch richtig, richtig gut finde. Ein Produkt, was jetzt neu rauskommt. Raspberry Eistee. Und das wird Yannick bestimmt auch irgendwann in nächster Zeit mal testen. Ich war jetzt beim Sport. Hab Push trainiert. Und gerade snacke ich noch eine Karotte. Eigentlich vertrage ich Karotten nicht. Ich kriege immer Blähungen davon. Aber hab Lust auf eine Karotte. Also ist es halt so. So, esse immer noch meine Karotte. Aber ich habe gerade gesehen, eigentlich läuft das hier am 10.11. ab und es ist schon 10 Tage her. Deshalb gibt es bei mir tatsächlich so ein Fertigding Spaghetti Bolognese, weil ich einfach gar keine Lust mehr habe, jetzt irgendwie was Großartiges zu kochen. Das sind zwar weiße Nudeln und ich mag ja eigentlich eher so, oh fuck. Ich habe gar nicht geguckt, wie man das macht, also ob man das einsticht nur. Ja lol, man soll es mit einer Gabel einstecken. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich mag eigentlich Vollkornnudeln mehr, aber so der Liner. Ich habe jetzt hier mein Essen und damit ich jetzt heute auch noch ein bisschen Gemüse, ich weiß jetzt nicht, so was ein Salat als 10 Mark esse, habe ich hier auch noch Salat. Den packe ich mir jetzt aber gleich hier rein, weil ich brauche irgendwie voll oft gar keine Salatsauce. Ich mache das immer in so diese Bolognese-Soßen rein, wenn ich so Fertiggerichte esse. Ich weiß nicht, ob ich komisch bin, aber bei Bowls, wenn ich zum Beispiel Bowls esse, dann mache ich den Salat da auch mit rein. Probiert es mal, wie es schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Also erstmal die Bolognese hier. Muss ich nochmal reinmachen. Ist nicht warm genug. Ja, schmeckt es auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber, naja, never mind. Hauptsache Essen und ich habe gerade einfach so Hunger. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe auch gerade gar keinen Nerv, noch irgendwas zu kochen oder so. Jetzt mal die Nudeln. Ist ein bisschen ölig, da ist nämlich sehr, sehr, sehr viel Öl drin. Aber das stört mich jetzt nicht. Bei Nudeln finde ich es irgendwie nicht so schlimm. Ich packe mir jetzt mal ein bisschen Salat drauf. Gut. Und genau, dann salze ich das Ganze hier mal noch. Ich liebe Kräutersalz, habe ich euch schon so oft empfohlen. Ich nutze nie normales Salz, ich habe immer nur Kräutersalz. Und genau, das esse ich jetzt mal. Dabei werde ich jetzt noch ein bisschen lernen tatsächlich. Beziehungsweise, ich lerne erst, wenn ich fertig bin. Oh, und dann bin ich einfach nur froh, dass es jetzt Abend ist. Ich bin so müde. Wirklich, wow. So, ich mache gerade meinen Snack und ich dachte, ich filme es jetzt kurz hier, weil drüben, ich mache mir gerade mit Ninja Creamy ein Eis. Ich habe mich schon abgeschminkt. Ich wurde heute irgendwie über den Tag auch ultra krank. Also ich bin jetzt richtig erkältet. Und ja, habe auch ein bisschen Halsschmerzen, deshalb mache ich mir jetzt auch gerade ein Eis. Ich weiß nicht, bei mir hilft das immer sehr. Ich höre gerade einen Podcast. Nicht Perspektiven von Ishtar und Tommy, sondern ein paar Gespräche von Flo und Vanessa. Und ich mache mir hier gerade, wie gesagt, mit Ninja Creamy ein Eis. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. So werde ich einfach, glaube ich, noch einen Riegel essen. Und vielleicht einen Spekulatius. Bin mir noch nicht sicher. Aber ihr werdet es gleich sehen. So
Ganze jetzt hier aus. Und dazu gibt es für mich noch eine Banane. Und dann gehe ich auch schlafen. Ich hoffe, auf jeden Fall hat das Video gefallen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und das nächste Video, was kommt, ist auch tatsächlich schon das erste Video vom Adventskalender. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in allen Videos im Dezember, also zwischen dem 1. und 24. auf jeden Fall reinzuschauen, weil es gibt immer was sehr, sehr Cooles zu gewinnen.